Hallo, heute beschäftigen wir uns mit der Industriemeister-Basisqualifikationsprüfung aus dem Fach NTG aus dem Jahre 2017, dem Frühjahr. Und besprechen wollen wir heute die Aufgabe 2. Bei der Aufgabe 2 geht es um einen Lastenaufzug, bei dem eine Last von 3 Tonnen senkrecht nach oben bewegt werden soll. Dazu machen wir uns wieder eine kleine Skizze, um das Problem wieder ein bisschen zu visualisieren. Also irgendwie haben wir hier eine Lastenrolle, von mir aus auch angetrieben mit einem Motor, der dann hier irgendwie auf irgendeine Art und Weise hier das Drehmoment erzeugt, um dann tatsächlich auch die Last anheben zu können. Symbolisch deute ich hier die Masse an. Und